Hallo und willkommen zurück mal wieder seit längerem nach dem Livestream zu Stammbach. Jo, kurz zusammengefasst, was wir im Livestream gemacht haben. Wir haben uns, wir haben zwei Felder abgesät wieder. Und wir sind umgezogen hier auf dem großen Hof. Und direkt am Anfang, es gibt ein kleines Problem mit dem Ackergras. Und zwar wächst es nicht richtig nach, sondern nur so irgendwie, weißt du. Das wollte ich jetzt einmal ganz kurz zeigen in der Folge, bevor wir mit irgendwas Sinnvollem machen. Weil dann habe ich nämlich noch einen anderen Plan. Eine Sekunde. Gut. Wir rushen mal eben hoch zu 35 und dann schauen wir uns das ganze Spektakel mal an, weil das wächst nur so fleckenweise nach und das ist natürlich sinnlos. Ich schätze mal, dass wir es einfach nur nachsäen hätten müssen mit dem Striegel zum Beispiel. Das machen wir jetzt aber nicht, das probieren wir jetzt nicht noch aus, sonst geht uns zu viel Ernte verloren. Also guck, hier ist so, das ist so ein gewisses Eck ist so nach gewachsen. Zwar kann ich euch ganz genau sagen, welches Eck das ist. Das sind nämlich alles die Ecken, wo wir reingefahren sind. Also wo wir irgendwas kaputt gefahren haben. Oder halt was stehen lassen haben. Und dasselbe auch auf dem Feld. Hier sieht man noch besser, haben wir natürlich sauberer gearbeitet hier auf dem großen. Da steht nichts mehr. Deswegen meine Idee, wir verkaufen dieses Feld. Weg damit. Wir verkaufen dieses Feld. Weg damit. Und holen uns dafür dieses Feld. Her damit. Und dieses Feld. Her damit. Jo. Und dieses Feld ernten wir jetzt noch. Dann kommt es aber auch weg. Dann haben wir nämlich hier schöne drei Felder. Und die können wir alle schön in die... Die sind ja hier ganz in der Nähe. Das müssen wir nur mal ganz kurz gucken. Was haben wir hier? Verrottet, verfault. Und hier oben haben wir gegrubbert. Das heißt, hier oben können wir ansehen. Hier unten müssen wir grubbern. Und hier können wir ernten. Und hier drüben können wir auch ernten. Das ist jetzt so mal so roundabout die Sachlage hier. Wir schicken jetzt mal als erstes einen... Oh je, wir müssen eigentlich alles am besten selber machen, weil der Helfer kostet extrem viel Geld. Wir ernten jetzt als erstes. Das heißt, Drescher, Schneidwerk und dann Abfahrt. Hier in dem ersten Hallentor gegenüber, da liegt auch noch Weizen drin. Das verkaufen wir jetzt dann aber demnächst wahrscheinlich. Spätestens wenn wir jetzt dann das, was wir jetzt auf die Felder haben, reingeholt haben und das verkauft haben, verkaufen wir das andere Weizenzeug nämlich auch. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir da damals angesät haben, aber ich glaube, dass es Raps war. Nee, Quatsch, wir haben Tritikale oder Dinkel. Eins von den beiden haben wir angesät. Ich weiß es nicht mehr. Der Livestream ist schon eine ganze Woche her. Jetzt geht es hier wieder ganz normal mit Videos weiter, ein bis zwei Videos die Woche. Und da schauen wir jetzt mal, dass wir irgendwie was hinbekommen. Wir dreschen das eine Feld nur runter und dann verkaufen wir das auch, weil und dann haben wir unsere drei Felder, die relativ nah aneinander sind und nicht so weit weg vom Hof sind, dass wir keine 10 Minuten Fahrzeit vergeuden. Das machen wir jetzt hier noch einmal bei dem Feld da hinten. Und dann war es das mit Fahrzeit. Verschwendung. Ja, das Geld sehen wir auch nicht mehr von den Grashalmen, weil da durch ein Update von der Map ist, sind die Schwadablagen und die Grashalme nämlich verschwunden. Und das lasse ich jetzt auch einfach so. Ich habe jetzt keine Lust da irgendwie nachzuschauen, wie viele das waren und dann da Preis ausrechnen und das dann gut schreiben. Das lassen wir jetzt einfach. Wir haben ja noch 200.000. Von den 200.000 kaufen wir uns wahrscheinlich erstmal nix. Eventuell einen größeren Drescher. Aber da schauen wir mal, wie viel Geld wir dann haben, wenn wir jetzt die Ernte eingefahren haben. Dass wir uns vielleicht, also ein Wunsch wäre ein Tucano. Ansonsten müssen wir mal schauen. Wahrscheinlich tut es dann irgendein Rosselmesh oder ein kleiner New Hollanderischer auch.
Aber der Tucano wäre auf jeden Fall ein Wunsch. Ansonsten steht erstmal nichts Besonderes an. Wir haben neue Woche, neue Mods. Die schauen wir uns gleich an, wenn wir am Feld sind. Dann schauen wir uns nämlich die neuen Mods an und dann schauen wir, dass wir ein bisschen irgendwie irgendwas in irgendwelche Richtung gehen. Das mit dem Ackergras wird eher weniger was. Was vielleicht was werden könnte, wäre, dass wir uns hier noch ein, zwei Wiesen kaufen. Aber da müssen wir jetzt auch mal schauen. Da bräuchten wir erstmal eine Biogasanlage, wo wir das Zeug reinschaufeln können, weil anderes, wenn wir so einfach verkaufen, die Silage, lohnt sich das jetzt, glaube ich, nicht so extrem. Moment. Silage, ja, die geht auch nur an der Scheune und da kriegen wir echt nicht viel. An der Biogas kriegen wir trotzdem noch ein bisschen mehr. Wir haben zwar ein Fahrsilo, ein kleines, aber das lohnt sich, glaube ich, nicht, da jetzt die Wiese reinzufahren. Was sich gelohnt hätte, wäre die Wiese, das Gras vom Ackergras, die Schwaderblage da reinzufahren. Das hätte sich gelohnt, aber extra eine Wiese kaufen für Silage machen in dem Fahrsilo lohnt sich nicht. Das ist zu wenig. Aber jetzt ernten wir erstmal unsere komischen Tritikale oder was habe ich gesagt? Dinkel oder Tritikale, eins von beiden ist es. So. Bauen wir den Drescher mal noch eben zusammen und dann machen wir mal ganz kurz neue Woche, neue Mods und dann können wir eigentlich auch schon anfangen. Und zwar, es ist überschaubar, es sind nämlich einfach nur LKWs, und zwar ist einmal der TGX Sattelzug, der hat ein kleines Special, das sage ich euch gleich. Dann sind die zwei neu und die zwei neu und dazu dann noch die passenden Anhänger, die zeige ich euch auch ganz kurz. Nämlich ist es einmal die drei hier und einmal die drei nochmal in Blau. Und noch einer ist neu und zwar der hier, oder? Ist es der? Nee, das ist der Standard. Dann ist es der. Der ist neu. Ein Sattel, Flügel, Dreiachser. Ja, und das Specialige an dem MAN ist eben, dass man hier, ups, diese kleine Plattform draufbauen kann, die aber nur für Paletten oder Holz ist. Da kann man jetzt nicht, wie ich gedacht hätte, auch Schüttgut mit transportieren. Das geht leider nicht. Aber vielleicht braucht man das für irgendwas Sinnvolles oder auch nicht Sinnvolles irgendwann mal. Aber wir ernten jetzt erstmal unsere Tritikale und machen aber die Schwaderablage bei dem Feld hier aus. Bei den anderen Feldern werden wir sie aber auch auslassen, weil wir haben jetzt nichts, wo wir die irgendwie pressen oder einsammeln können, die Schwaderablage. Also lassen wir es. Bevor wir die hier irgendwie, dass wir da irgendwann, ach, keine Ahnung, wir lassen es einfach. So, ich überlege gerade noch, ob ich diese Woche zwei Folgen Stammbach mache. Nämlich Freitag und Samstag. Oder nur Freitag und Samstag nochmal Notruf. Da überlege ich gerade. Ich kann euch nämlich schlecht fragen, weil ich nehme das jetzt eh am Stück auf. Ich brauche dann nämlich noch eine Folge American Truck Simulator. Für gestern. Und dann bin ich fertig mit Aufnehmen. Weil ich überlege jetzt gerade Stappenbach zwei Folgen oder... Ach komm, wir machen zwei Folgen Stappenbach. Wir hatten schon lange nicht mehr Stappenbach, machen wir zwei Folgen. Und nächste Woche können wir ja dann noch können wir noch mal eine zweite Folge Notruf machen. Aber diese Woche machen wir
2 Folgen Stappenbach. Das wird dann die Ernte, dritte kahle Ernte. Schauen wir mal, ob wir den Kipper hier schon brauchen. Aber wir brauchen den eh, weil wir müssen ja das Ding zusammenklappen und es geht nicht, wenn so viel drin ist. Vielleicht bauen wir den diese Folge noch um. Und fahren in diese Folge schon mal her. Das wäre, glaube ich, am sinnvollsten. Das machen wir jetzt auch gleich. Fahren noch eine Bahn hier zurück. Nee, lassen wir gleich. Doch, fahren wir sie noch zurück und dann hängen wir den Kipper an den Fast Track. Und dann bauen wir den noch schnell um. Der ist ja noch auf Plattform vom Umzug. Und dann schauen wir mal, ob wir den noch die Tierfolge herfahren oder in der nächsten Folge erst. Ist ja eigentlich auch scheißegal, wann wir den herfahren. Damit wir abtankern können. Und dann müssen wir irgendwann noch das Zeug verkaufen. Also das Weizen, was noch in der Halle ist. Und Platz schaffen für die dritte Kahle. Und dann... weil wir haben keinen Hochsilo zum Reinkippen und es wäre jetzt zu teuer, da eins zu kaufen. Weil, deswegen können wir haben ja genug Möglichkeiten, das in irgendwelche Hallen reinzukippen. Deswegen lasse ich das jetzt auch erstmal mit dem Kipper, mit dem Silo. Und dann bauen wir jetzt einmal ganz schnell den Anhänger um. Schnell umwenden. So, wir brauchen den Fast Track einmal. Da hängt der Düngestreuer noch dran. Den lassen wir natürlich da. So, perfekt. Dann fahren wir einmal ganz kurz zum Händler rüber und lassen den umbauen. Auf unseren ganz normalen Kipper wieder. Aber diesmal machen wir nur 2 Reihen drauf und keine 3, wie sonst immer. Weil dann tun wir uns leichter in der Halle abzukippen, dann ist er nicht ganz so hoch. Machen wir... 2 Stück, das sind 11.000, das reicht vollkommen aus. Hat zwar jetzt nochmal 4.000 extra gekostet, aber jetzt haben wir es wenigstens und dann können wir das immer wieder hinmachen. So, jetzt düsen wir noch zum anderen Feld und dann wird der Teil auch schon zu Ende sein und im nächsten tun wir dann weiter ernten und dann geht es ja wieder an die Bodenbearbeitung und Ansaat. Hier müssen wir trotzdem relativ viel selber machen, weil die Felder nicht so ganz helferfreundlich sind. Ja, so schaut es nämlich aus. Ich weiß noch, im LS17 in der Stappenbach, da hatte ich auch diesen MAN mit dem Agroliner Plattform, mit dieser eckigen aber. Da habe ich Kartoffeln abgefüllt in diese Kisten. Und dann habe ich die alle einzeln mit so einem alten Atlas-Radlader auf den LKW draufgeladen. Das 3 Lagen, glaube ich, habe ich drauf gebracht. 2 oder 3 Lagen habe ich drauf gebracht. Dann bin ich damit durch Stappenbach spazieren gefahren. Oh, da ist ein Baum. Mit dem LKW und mit den Kartoffeln. So. Können sogar noch ein bisschen... wobei wir können abtanken. Ernten brauchen wir jetzt nicht. Nicht mehr großartig anfangen. Die sehen ein bisschen aus wie die Maistextur, nur nicht gelb, sondern mit Weizenfarbe. Habe ich so das Gefühl. Naja, wenn es euch gefallen hat, der Teil, dann schaut beim nächsten auch wieder vorbei. Bis dahin sage ich ciao.